Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Wollen wir mal hier einen neuen Abschnitt weitermachen. Der hechelt ja jetzt aber auch schon ordentlich rum. Brauchen dringend Heilung. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Ja. Ändert nichts an der Hinsicht, dass wir Medipacks brauchen. Das war ein lang. War ja klar. Es gibt hier wieder so ein geiles Badezimmer. Oh, hatten welche Spaß beim Duschen. Da wird mal reinziehen, das Heilungsbeck. Geht nicht auf oder nicht? Ja. Guck mal, ich spiegel mich sehr schön im Spiegel. Was ist das hier? Irgendwer von denen lebt doch bestimmt noch. Ich will es aber nicht hoffen. Viele oder wenige? Mal drei Stück geht ja noch. Zähler Kloschüssel einer. Bäh. So, so ein Aufzug oder? Ja, mal wieder. Zum Glück müssen wir nicht aussuchen, ob wir rauf oder runter wollen. Da hätte ich eh wieder keinen Plan, wo wir hin sollen. Also als erstes hin sollen. Wo wir hin wollen, kommen wir ja schon irgendwie immer hin. Oh, diese Geräusche. Eingeleitet. Irgendwas im Shop, das habe ich jetzt nicht lesen können so schnell. Weil ich noch ein wenig verwirrt war wegen dem Geräusch gerade. Aber war nur die Bewässerung. Kumpel, lebst du noch? Isaac, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Ich dachte erst, das wäre hier irgend so ein anderer Typus, aber dass es jetzt genau er ist, habe ich gar nicht im ersten Augenblick erkannt. Ein Riesenkürbis, was wir da kämpfen müssen. Ich hoffe nur, unsere Munition und so reicht dafür aus. Aha. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht.
Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ja, ja, Luftreinheit. Speichern? Nee, da kommen wir ja gerade erst her. Medipack, ja, zisch mal direkt mal wieder rein. Schauen wir uns erst um und dann schauen wir mal im Shop rein. Wir haben ja irgendwas haben wir bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon einfach so bekommen oder... ob wir da was kaufen müssen. Schema Energie, Lasergang. Ah, ich möchte die Credits eigentlich nicht ausgeben. Also ein mittleres Medipack ist schon als Reserve schon sehr nützlich. Ich will aber da hinten erst hin. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammett noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ach, der verheimlicht doch nichts. Textlog. Wucherung. Bericht aus dem Chemielabor. Von Professor Jägerwald H. an Dr. Cross E. Elisabeth. Sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanzen untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Hawley glaubt, es könnte ein Habitat-Transformer sein. Die Mengen an Gasausdünstungen sind enorm, warum es auch so übel riecht. Aber welchen Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde Sie auf den Laufenden halten, Heinrich. Ja, der alte Heinrich wieder. Immer diese Fremdwörter in den ganzen Spielen. Ach, das ist die Waffe. Ich mag diese Viecher nicht. Und ich muss auf einmal so lahm. Und verliere deine Arme, dann bist du tot, so fühle ich. What? What? Das ist nicht deren Ernst, oder? Jetzt hier wieder alles looten und hab da nicht gesehen. Warum ist mein Kopf abgefallen? Oder abgefressen worden. Okay, das hat er gespeichert noch mit dem Medipack und so. Dann möchte ich aber die andere Waffe. Lass mal Muni kaufen. Plasma Energie, nein. Strahlmunition. Einmal dürfte reichen. Ja, nachladen. Oder ist automatisch gefüllt. Okay, ist automatisch gefüllt. Wir haben nur zwei Schuss, wirklich nur zwei Schuss, kosten 2000. Das ist aber arm. Ja, ist ja gut, ich will doch nur seine Arme. Wann seid ihr dran? Der hat noch einen Arm, eine Kackwatze, ne? Da habe ich halt doch richtig
identifiziert beim letzten Mal, dass die Arme seine Lebensquelle sind. War etwa fies, dass eben mein Kopf abgeflogen ist. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn mein Kopf weg ist, ne, aber... Muss ja jetzt auch nicht sein. Boah, habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ach, der lebt noch. Geht noch. Öffnen geht auch immer nur von vorne. Aber Medipacks, die müssten mehr Medipacks hier einbauen. Werkbank. Knoten, haben wir Energieknoten? Ich glaube nicht. Ja doch, haben wir, aber. Upgraden oder diese eine Tür da eben öffnen? Das ist die Frage, haben die da Medipacks drin? Große und mehrere? Wir sind so knapp bei Kasse mit den Credits mittlerweile. Aber die brauchte ich auch. Ich hätte vielleicht. Sparsam umgehen können, ist wieder eine andere Sache, aber. Frage ist ja eher. Ohne die Viecher zu töten bei dem Regenerationstyp. Vorher ist die Tür ja nicht aufgegangen. Also brauchten wir es doch schon, also hat sich das schon gelohnt. Zu verbraten. Jetzt haben wir erstmal wieder Medipacks. Vorher gesagt, einen großen noch. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Das wäre in der anderen Richtung müssen, das habe ich ja auch geschnallt, aber. Ich hoffe einfach, dass hier tote Hose ist. Quarantäne wurde aktiviert. Und wir einfach ein paar Sachen looten können. Ja, komm mal ran da, Kumpel. C war dann. Ja. Was? Lauf, Junge, lauf. Jetzt versucht mit einem Bein zu laufen, oder? Ja, ist ja auch egal. Dann haben wir unseren Energieknoten wieder. Da, so brauchen wir auch mal dringend wieder. Eigentlich brauchen wir eigentlich alles hier so, ne? Ist alles immer so knapp. Weil ich verbrate halt immer zu schnell. Mann, bist du hässlich. Hat der denn dafür zwei Säcke auf dem Rücken? Ist aber tot, oder? Mr. Doppelsack. Straße haben wir wieder. Achso, hier sind wir wieder, okay. Wer jammert denn da so?
Okay. Kein Loot, Hauptsache so ein Vieh zertreten. Ich glaube, hier kommt gleich irgendwas Dickes, so viel wie wir hier. Schon sammeln durften an Medipacks? Ich möchte es gar nicht wissen. Da sind wir gekommen. Ach, da ist noch so ein Krüppel. Was denn, kann ich gar nicht. Alles klar. Aufzug zu den oberen Ebenen. Ja. Zuführung. Nährstoffzufuhr einleiten. Nährstoffhass wird ersetzt. Aber da ist doch Krüppel drin. Wie soll da irgendwie ein Nährstoff was sein, wenn der die ganze Luft da verpestet? Verpestet, so rum. Ja. Ebene 1 sind wir, hier haben wir doch schon wieder so einen Kackfahrstuhl mit Ebene. Ist einfach alles noch offen. Ach, abgeschlossen, so rum. Ich hab's aber heute auch. Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerannt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Sie war groß und schwer. Also sah sie aber nicht aus. Energieschnoten. Haben wir hier Speicherpoint. Ich meine, nachdem was wir jetzt schon alles gesammelt haben. Sehr praktisch. Vielleicht sollte ich auch mal eben wegen Medipack schon. Mittlerer. Ja, reicht erstmal so. Ja. Durch die Pampe darf ich latschen. Lecker. Nein. Hauptsache durch die Pampe. Noch ein Audiolog. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Ja. Dann schau mal woanders nach, genau. Ach du. Kacke. Ich meine, wir sind jetzt auch erstmal einen anderen Weg gelaufen, als wir sollten. Dickes Loch im. Eintritt, schwere Decke. Ach du Kacke, nee.
Weiß nicht, ob da eine gute Idee ist, da schon hinzugehen. Nicht, dass wir vorher irgendwie den Strom ausstellen müssen oder so. Darüber komme ich nicht, aber da. Schau mal einen an. Ja, doch, funktioniert. Darf ich dahinter? Ja, Kackpatze, ich kenne dich doch schon. Ich kenne deinen Vater. Genauso hässlich wie du. Moni. Von wo kam ich denn jetzt? Ach, von da, okay. Ein wenig verwirrend. Da hängt noch Munition. Komm mal ran. Was für so ein Atmungslegastheniker. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Kommt so ein Krüppel runter? Da oben ist er. Schon haben wir hier wieder bessere Luft. Gefällt mir. Da kommen wir her und sonst ist hier nichts, ne? Ne. Aber wenn die Luft hier jetzt gereinigt haben, sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.